So, hallo zu einem neuen Video von Apple Apps Tester. Heute zeige ich euch das Game Dinner Dash. Galata 200 hat mich darauf angesprochen, ob ich es mal präsentieren könnte. Und, yep, das mache ich auch. Also, das Game gibt es für 2,39 im App Store zu kaufen. Ist 10,4 MB groß. Klein, schwer. Und es gibt auch eine Lite-Version für das Game. Im Moment steht in der Beschreibung, dass es 40% Rabatt, also im Moment etwas günstiger ist. So, hier sehen wir das Menü. Ist auf Englisch. Gibt es wahrscheinlich nicht auf Deutsch, aber man muss ja eh kein richtiges Englisch beherrschen. Das wird hier jeder raffen. Play Story, Endless Shift, Snack Packs, Highscore, iPod Music, Options, Help, Tell a Friend, Facebook und More Games. Praktisch so wie heutzutage in jeder App mit den ganzen Menüzeugs. Option, muss mich auf Tell a Friend. Option ist Musik, Help, also Hilfe, Highscore, Musik ist Musik. Musik ist klar. Snack Packs, da kann man sich online verschiedene Sachen noch zusätzlich kaufen, was natürlich auch zusätzlich Geld kostet. Endless Shift, ja, das erkläre ich euch danach. Zuerst mal Play Story. So, hier sehen wir erstmal, sage ich mal, jetzt Levels. Zuerst ein Restaurant, dann keine Ahnung, dann keine Ahnung und dann noch zwei an. Ne, das ist ja gar kein, das ist ein Brunnen. Und dann noch ein Level so am Strand. Zuerst muss man das im Restaurant zu Ende bringen. Ich bin jetzt im Moment auf Level 4. Continue. So. Ladezeit ist jetzt recht flott. Ziel ist es, 3000 Dollar einzukassieren. Und wenn ich über 5500 habe, habe ich Experten Rang geschafft. So, jetzt sehen wir es hier. Unten links sind jetzt drei Mädels. Jetzt muss ich schauen, wo die auf welchen Tisch passen können. Oben sind zum Beispiel nur Einsitzer und hier, da passen sie hin. Also zwei Sitzer, ich meine jetzt ein Sitzer so gegenüber. Unten sind dann zwei gegenüber. So, jetzt muss ich mal warten, die tun gleich was bestellen. Da muss ich ganz normal. Das ist im Prinzip ein Spiel, es gibt mehrere von diesen Games. Man muss jetzt gerade hier, das ist so ein Klick. Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, einfach so ein Klick-Game. Also man muss dauernd tappen. Hier zum Beispiel das Essen nehmen, dann zu Tisch 1, zu Tisch 2, da heben sich schon die Hände. Gehen wir zu denen, Bestellung aufnehmen und Bestellung in die Küche bringen. Der Koch kocht was. In der Zeit kann ich noch die andere Bestellung aufnehmen. Zur Küche bringen, Menü nehmen und zu Tisch 2 bringen. Die haben gefuttert, gehen wir mal hin. Geld kassiert, jetzt müssen wir sauber machen. Was bringen wir dann oben rechts? Da sind wieder zwei Stück. Was man sagen könnte, ist jetzt zum Beispiel, man sieht jetzt hier, dass es verschiedene Farben von den Mädels gibt. Also man sollte schauen, dass rote Mädels auf roten Sitzen kommen und die blauen auf blaue Sitze, da es dadurch mehr Punkte gibt. Jetzt ist es langsam hier eng. Bestellung erstmal abgeben. Genau, man sollte sich auch beeilen, also jetzt nicht so wie ich, ist ein bisschen chaotisch, weil die Herzen von denen dann runtergehen und dann werden sie sauer und hauen dann einfach nach einer Zeit ab. Oben links sehen wir ein Kass, also so ein Glas mit Geld, wie viel Geld ich habe und yep, Bestellung aufnehmen. Ja, tut mir leid, das dauert hier gerade so mit dem weg und dann könnt ihr hin. So, das kann weg. Die blauen sind hier. So ähnliche Spiele gibt es auch mit diesem Salon irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Das habe ich mal auch gezockt. Das macht Spaß. Und das ist so vom Prinzip her genauso wie das Game hier. Sally Salon, glaube ich, heißt es. Genau. Und das ist vom Prinzip her genauso, dass man bloß, dass man halt im Salon ist und man Leute. Ja, dass man halt Leute gerade Haare waschen muss, schneiden, Maniküre und so.
Das jetzt dämlich anmacht, aber riesen Spaß vom Prinzip her. Und das hier ist jetzt genauso. Also ist auf jeden Fall ein super Game und das muss ich mich vorbei ein. Die sind schon sauer. Jesus, das geht jetzt so. Das nehmen wir das, das da. So, die wollen auch die Bestellung. Ich kann auch natürlich vorklicken, also wenn ich schon weiß, was ich mache. Bring ich jetzt hier hin. Ich klicke jetzt einmal drauf, ich klicke nochmal drauf, weil ich das Geld nehme und dann gleich Besteck mitnehmen und dann gleich nach da hinten. Na, die warten aufs Essen, die wollen auch. Dann kann ich mal vorklicken und dann läuft sie so, wie ich geklickt habe. Die können hier hin, die können hier hin. Ja, die Chef von der Kamera ist immer noch nicht richtig. Ich habe schon im Internet nachgeschaut, habe schon einige angeschrieben, die auch die Kamera hier besitzen. Einer hat bereits geschrieben und wird mir morgen versuchen, etwas zu helfen, wenn er seine Kamera vor sich liegen hat, da er die Kamera im Moment nicht vor sich liegen hatte. Mal schauen, ich hoffe, dass er es lösen kann. Die Kamera habe ich zum Glück nicht gekauft, sondern ist von meinem Vater. Der macht ja eh meistens nur Bilder oder keine Nahaufnahmen wie jetzt ich. Von daher ist es nicht so schlimm, aber ich meine, so eine teure Kamera sollte auch vom Nahen scharf aufnehmen können. Ist ein bisschen doof, aber gut. Ja, es kommt immer eine bestimmte Anzahl von Leuten hier rein, also in ein Restaurant, und dann schließt es. Also es ist jetzt nicht so zeitabhängig. Am Ende werden einfach nur die Punkte bzw. das Geld zusammengerechnet. Ich glaube, die Punkte werden zusammengerechnet, genau, das ist nicht das Geld. Und ja, 5500 schaffe ich glaube ich nicht mehr, da ich ja schon einiges hier versaut habe. Auf erstmal. Schön zu gucken beim Essen, ist immer gut. Genau. Also für 2,39, ja, Expert noch geschafft. Für 2,39 finde ich, also da es sogar 40% billiger ist, was kostet das sonst? 4,99 € oder was auch immer. Das ist schon überteuert. 2,39 € ist auch schon recht satter Preis. Ist nicht gerade sehr günstig. Es gibt zum Glück eine Lite-Version, die man sich dann natürlich kostenlos runterladen kann und mal anschauen kann. Und sollte man vorher ausprobieren. Also ich finde das Game super. Lohnt sich auf jeden Fall. Für 2,39 € müsste man noch mal überlegen, aber wenn man ein Fan von solchen Games sind, mit diesen, ich sag mal jetzt, Tab-Games, dann lohnt es sich auf jeden Fall runterzuladen. Das ist jetzt diese, wie heißt denn das nochmal? Jetzt, tut mir leid, das habe ich gerade verpeilt. Genau, Endless Shift. Wie es schon sagt, machen wir mal easy. Geht das durchgehend, bis ich verkackt habe. Also bis es einfach zu voll wird. Natürlich wird es auch immer schwerer durch die Level. Manche Leute sind, haben weniger Geduld, andere Leute haben mehr Geduld und ja, so geht das Game. Also ist eigentlich vom Prinzip her easy, bloß muss man schon sich sehr darauf konzentrieren. Mir gefällt das Game. Ja, ja, das war das Video. Wenn es euch gefällt, bitte Daumen hoch, abonnieren und viel Spaß mit meinen anderen Videos. Danke fürs Zuschauen. Ciao.